wichtig war. Einst traf ich ihn, den Captain. Er war 7 Fuß groß, ungelogen. Das sag ich dir. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leid zufügen. Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Hab dich nicht gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manieren. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche, das Phantom der Nordmeere. Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie-Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange, bis es Sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew.
wieder arbeiten. Sorry, Desmond, ich habe echt viel zu tun. Bis später. Ich arbeite gerade. Alle visuellen Hinweise sind da. Keine Zeit für Geplauder, okay? Sorry. Da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Thank you.
Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihm jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Die größte Auswahl an Kurzwaren, Lebensmittel.